Ciao Adi, hier ist Nico, dein ehemaliger Mitspieler beim FC Luzern. Ich hoffe, es geht dir gut und vielleicht kannst du dich noch an unsere gemeinsame Zeit beim FC Luzern erinnern. Salut Nico, wie könnte ich dich vergessen mit deinen Last-Minute-Goal, die du immer geschossen hast. Es war eine schöne Zeit, die wir zusammen hatten in Luzern. Gratuliere dir noch ganz herzlich zum Top 11 der Challenge League. Und jetzt mit deinen 27, dass du noch Topscorer bist von der ganzen Challenge League. Respekt. Ja, merci vielmal für die lieben Worte und die Glückwünsche. Und leider bist du nicht in das Dreamteam von der Super League gewählt worden. Das hätte ich jetzt also auch noch gerne gesehen. Aber ja, dennoch ist es sehr schön zu sehen, dass du mit dem FCZ einmal mehr eine erfolgreiche Saison kannst feiern. Und ich hoffe, das geht auf Meisterschaftsebene so weiter. Ja, danke vielmal. Bald sehen wir uns ja wieder im Cup-Viertelfinal. Im wunderschönen Lecce am Donnerstag. Bist du eigentlich schon ein bisschen nervös? Nein, überhaupt nicht. Also, wenn du dich magst an 2011 erinnern, sind wir zwar noch zusammen im Team gewesen, aber dort habe ich eins von meinen raren Goal auch gegen FCZ gemacht. Nein, Nico, das Goal mag ich mich nicht mehr erinnern. Ich mag mich nur an ein Goal von dir erinnern. Ich glaube, es war das einzige für Luzern, wo du mich gerade kurz darauf verlassen hast, wo du zu Aarau gegangen bist, nicht mehr mit mir zusammen spielen. Hast du wissen, ich habe noch weiter erfolgreich bei Luzern gespielt. Aber das Mal wird es nicht so sein. Wir sind Titelverteidiger und wir wollen unbedingt eine Runde weiterkommen und am Schluss auch den Titel verteidigen. Ja, klar sind wir natürlich die Favoriten für das Spiel, für das Viertelfinale. Aber ja, wir haben auch Erfahrung. Also der SC Kriens hat auch Erfahrung mit Halbfinale. Das ist jetzt zwar schon 8 bis 9 Jahre her, aber wir wissen, wie wir mit dem Druck umgehen müssen und wir werden probieren, euch ein Bein zu stellen. Ja, Nico, wir werden es ja sehen, was ihr im Hexenkissen letzte Runde anbringt. Natürlich dürfen wir euch nicht unterschätzen. Aber wir machen es euch ganz sicher nicht einfach und ich will unbedingt, dass du ja kein Goal schiessest. Ja, ich freue mich natürlich ebenfalls, dich wieder auf dem Rasen dürfen, zu treffen und das mal, dass wir uns duellieren können. Ich glaube, gegeneinander haben wir noch nie gespielt und ja, ich bin gespannt, wie du dich machst. Nico, ich wünsche dir in der Meisterschaft noch alles Gute, im Cup leider nicht. Von dem her, ich freue mich auf dich und bis bald. Ciao.